Rapperin Bad Moms J, eindeutige Zeichen. Steht sie als Bambi-Gewinnerin schon fest? Am 16. November ist es endlich soweit, die Bambi-Verleihung steht an. Doch hat etwa eine Newcomerin den Sieg bereits in der Tasche? Nun wurden Stimmen laut, dass die nominierte Rapperin Bad Moms J heiße Anwärterin auf die begehrte Re-Statue sein soll. Sie ist die neue Sensation der deutschen Rap-Szene, Bad Moms J. Die 21-Jährige konnte sich nicht nur bereits zweimal in Folge den Preis Best German Act bei den MTV Europe Music Awards sichern, jetzt wurde die Rapperin auch für die diesjährige Bambi-Verleihung nominiert. Ihre Chancen, die begehrte Re-Trophäe mit nach Hause zu nehmen, scheinen auch nicht schlecht zu stehen, nun wurden zumindest Stimmen laut, die sich sicher sind, dass die Comeback-Interpretin als Gewinnerin hervorgehen wird. Rapperin Bad Moms J, wird sie erfolgreichste Künstlerin des Jahres? Als auf Instagram die Nominierungen für den Bambi in der Kategorie erfolgreichste Künstlerin des Jahres verkündet wurden, war schnell klar, wer bei den Fans die Nase vorne hat. Neben den Sängerinnen Aliva und Leonie, sind auch Nina Chuba und Bad Moms J für die Auszeichnung nominiert. Letztere gilt nun jedoch, wenn man sich die Kommentarspalte unter dem Instagram-Post so anschaut, als klare Favoritin. Dort wurden Stimmen laut, wie Bad Moms kriegt den sowas von, Bad Moms J hat es so verdient oder Bad Moms J, was für eine Frage. Da es sich um ein Publikumsvoting handelt, könnte somit bereits die Gewinnerin feststehen. Eines wird bei diesen Kommentaren auf jeden Fall klar, ihre Community steht geschlossen hinter ihr. Auch unter dem neuesten Post in Bad Moms J's Instagram-Feed ist sich ein Fan sicher, sehe schon den Bambi in deinen Händen. Ob die 21-Jährige den Bambi am Ende wirklich gewinnen wird, bleibt abzuwarten, bis am 16. November ab 20.15 Uhr die Verleihung auf Sat.1 live übertragen wird. Über einen solchen Zuspruch ihrer Anhänger freut sich die Rapperin jedoch gewiss jetzt schon.